So, ich startet, wo alles angefangen hat. Ich gerade mal gucken, ob die Aufnahme läuft. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, nein, 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 bitte! Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du, UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Was für ein voll behinderter Idiot. In erster Linie sind wir hauptsächlich im Menschheit da. Trainingsprotokoll. 10. Juni, 91,5 Kilo, 12 Runden im Hof, 2x Zirkeltraining. Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job! Keine Ahnung, wie meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werde, denn. Aber das ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Allemal besser als den Rest meiner Tage in der Kita zu verkacken. Ich muss wieder einen Form gucken. 26. Juli. 89,1 Kilo. 20 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung. Auf 400 Yards, 5x daneben geschossen. Bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp der UBCS gebracht worden, wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe. Aber ein ständiges Ziel auf dieser Entfernung von 5 Zoll verfehlt. Das passiert mir doch nie. Ist, als ob ich alles vergessen habe. Aber egal, ich werde schon wieder. Passt nur auf. 15. August, 86,2 Kilo. 30 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yards und 2x daneben geschossen. Okay, ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runterbekommen. Fühlt sich verdammt gut an. Nach dem Mittag habe ich mein erstes Übungsgefecht. Der Captain und die anderen sind gute Jungs. Aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath. Er hat mich als Mensch geschickt, benutzt nur um ein paar extra Punkte einzustreichen. Das wird aber wohl gewesen sein. 25. September, 82 Kilo, 30 Meter gelaufen, 3x4 Zirkeltraining, Schießung auf 600 Yards, immer ins Schwarze. Murphy ist zurück, Leute. Ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen. Morgen geht meine erste Mission los. Straßengewalt in Raccoon City. Eindämmen. Ich glaube, Jenny hätte das gefallen. Mein Bruder war immer der Erste, der Leuten geholfen hat, bis sie mir die Straßenrautis weggenommen haben. Aber jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun. Diese Weise. Ja, auf die einzige Weise, die ich kenne. Ah, alles klar, du Arschloch da oben, Alter. Komm mal her, hier. Hm? Wir müssen nochmal reden. Hey, du Penner. Da hat er wohl schon mal sein Teamkollegen abgemurkst, oder was? Letzter Einsatz eines UBCS-Soldaten. Da mit draußen Osteuropa, Ostafrika. Ich hab gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles aushalten. Egal, was kommt. Aber dieser Job, ich sollte eigentlich, der sollte eigentlich sehr leicht sein. Schnelles Geld. Das hatte ich mir verdient. Es ist alles auf einmal passiert. Unser Trupp war 30 Mann stark. Alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet. G36 kann nur nach hinten losgehen. Und doch wurden wir in weniger als 58 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch ein Schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe. Ganz ehrlich, Selbstmord ist der feigste Tod, den man wählen kann, egal auf welche Art.
Aber es gehört auch Mut dazu, wenn man infiziert ist und wirklich keine andere Auswahl mehr hat, selbst den Abzug zu drücken. Oh, er ist schon weiter, weißt du. Der leckt mich am Arsch, Toni. Zieht eine Sonne. Generatoren für die freie Nutzung bereitgestellt in der Raccoon City Elektrik-Gilde. Aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen. Nachdem jedem steht, das Verein sich zu nutzen, beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Stöße oder gar Schüssen ausgesetzt werden, können umstehende Personen einen Elektroschock bekommen. Schriftlicher Zusatz. Handschriftlicher Zusatz. Alles kapiert, wenn einen Generator steht, sieht, der Funken versprüht, kommt nicht näher. Macht keine Dummheiten. Sicherheit geht vor, wie man sagt. Wenn diesen Mist hinter uns haben, habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot. Euer Elektriker in der Nachbarschaft, Sam. Spider-Man. Das ist doch gut zu wissen. Da sprühen Funken. Hätte ich besser timen sollen. Okay, die sterben also nicht dadurch. Einzig und allein ist dies ein. Wollen wir heute mal in den Zug gehen? Oh, hallo. Ja, willst du was zu essen haben? Hier. Ja, es. Schöne Zähne hast du. Ich will auch die anderen sehen, ja? Ah. Alter, was ist das für eine große Frau? Das ist ein Monster. Aber ganz ehrlich, wenn das hier Normalgröße ist, wie klein sind wir dann bitte? Und wenn ich jetzt schätzen müsste, maximal 1,75. Ja, 1,70. Aber hier, 2 Meter, 1,80, 1,80. Schade, da ist nichts drin. Ich dachte, da wäre noch was drin. Lass mich raten, da müssen wir rein. Das machen wir natürlich gleich. Oh, Crafter. Den hätte ich gern. Hm. Hallo. Was? Ja, danke. Brauche ich aber nicht. Toll. Aber uns geht's auch gut. 2. Hier wird gespeichert, das heißt, hier geht's jetzt weiter. Ja, moin. Hallo, ich suche hier so ein Arschloch. Haben Sie eins gesehen? Der Bitch. Mach den nicht an mich ran. Ich hab gesagt, mach den nicht an mich ran. Hässling, Hausmütter. Ja, moin. Sind Sie hier zuständig? Was habe ich gerade gesagt, hä? Zum Ab. Ja, und natürlich. Den Biss, den schaffen Sie immer, weißt du? Gleich meine Schrotflinte raus, Alter. Bleib sie jetzt mal liegen, Alter. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Oh, Carlos, komm mal hier. Kann nicht sein, dass du auch wie die Weiber bist hier. Bleib liegen. Echt keinen Bock auf euch. Ja, natürlich. Mal ganz kurz was probieren, ob das da irgendwas geht. Auch nicht. Das ist doch echt kacke.
blöd ist, wir können auch nicht mehr mit ihm. Warte mal, kombinieren damit. Ich bin blöd, Entschuldigung. Moment, ich komme gleich wieder. Ich habe nicht gesehen, dass ich das, dass ich die Schrotflintenmuni nicht gesteckt habe. So. Bleib liegen. Schießpulver. Nichts. Nein. Nein. Ach, das war der. Gut, dann komm her. Da ist ja nichts weiter. Toll. Das hätten wir gerade gebaut, du Lappen. Das rote Kraut nehmen wir gleich mal. Das können wir verstauen. Also die verstauen wir jetzt auch mal. Ich habe keinen Bock mehr, die weiter mitzutragen. Dann. Du musst da durch in die Mitte. Sehr schön. So. Verstauen wir das nochmal. Was haben wir denn da? Eine Gürteltasche. Oh, ja, danke schön. Da brauchst du doch hier nicht in Deckung gehen hier. Fax vom Leiter des Unterwegs. An alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein und das Stromnetz wieder zu aktivieren. Gut, dann wissen wir ja wie. Kann ich so einen Hut nehmen? Nö, ne? Sollen wir in diesen Pickel reingehen oder was? Okay, die Texturen sehen jetzt schon irgendwie scheiße aus. Im Vergleich zum Spiel, aber. Ja. Riecht wie. Ich muss nicht drüber nachdenken. Ich kann es hier nachfühlen. Sie wirken. Entschuldigung. Ich habe angefangen zu glauben, Chad würde nie von seiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt. Verdammte Scheiße. Das nächste, was ich weiß, ist, dass hier irgendwelche Baden bei den Hals runterrutschen. Digga, das war echt nicht gut. Ich hab gewürgt wie blöde. Aber das hat keinen Viecher, die kleinen Viecher kaum gestört. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Ich bin da rumgetorkelt wie ein Ehrer. Und dann hab ich gesehen. Ein grünes Kraut. Meine Oma hat mir erzählt, dass grüne Kraut ein natürlicher Insektenschutz ist. Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wie sagt's denn? Die kleinen Viecher wollen nicht mehr mit mir drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chat zu suchen. Falls jemand das liest, direkt daran. Esst euer Grünzeug. Dann werde ich jetzt mal Folgendes machen. Dann werde ich jetzt mal Folgendes machen. Ich werde mir ein Heilkraut machen. Und das andere Grüne nehme ich mit. Ja. So. Einmal rausnehmen, einmal.
kombinieren, dann verstauen und das nächste nehme ich mit. Oh. So. Auf in den Pickel. Schön, dass sie die Gürteltasche jetzt auch trägt. Aber was ist das hier? Haben wir jetzt hier vielleicht mal einen Anhaltspunkt? Unterpack Memo. Komm mal da rein. Ach, einen Dietrich brauchst du. Ja, du, kein Problem. Jetzt will ich aber nochmal ganz kurz. Da, Unterpack Memo. Und der Schlüssel zum Unterspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden in vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für die leitenden Arbeiter im Dienst herbeigestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Schatulle? Können Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich im Haus genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zur Karte, zu Kate in die Verwaltung. Schatulle, Schatulle. Lass mich raten, oben war keine Schatulle, ne? Das wäre zu einfach jetzt. Schatulle, Schatulle. Nö. Kriegen wir bestimmt noch. Ja, aber komm, du darfst. Wie die Tür einen auch zurückdrängt, Alter. Was ist das denn? Der lebt auch noch. Ich habe ihn zwar gerade angeschossen, aber der lebt noch, oder? Mein Gott. Haben wir jetzt so Dinge an uns? Nee, ne? Dass er einen Schlüssel ohne Schlüssel haben. Ja. Und ihr wisst, was wir bis jetzt machen. Ihr wisst alle, was wir machen. Wir müssen zurück. Und zwar den ganzen Weg. Es ist kacke. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch hinkommen. Eigentlich müssen wir da hinkommen. Sag mal, bist du wieder aufgestanden? Bist du hier wieder aufgestanden? Okay. Ist der unendlich? So, wir gucken jetzt überall nach. Das sind wir einfach unserem Gedächtnis schuldig. Oder unser Neugier schuldig, Entschuldigung. Ich muss wissen, was da drin ist in den anderen Sachen. Vor allem waren ja noch Türen, mit denen wir damit öffnen können. Konnten. Spielzeug laden. Zum Beispiel. Hier hatten wir nichts. Ich meine, jetzt auch schnell gemacht, also komm. Können wir vielleicht irgendwas ablegen? Das Kraut verstauen. Okay, ist anscheinend unendlich haltbar. Erste Hilfe-Bild, das können wir sogar brauchen. So, schön. Gut, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, in den Spielzeugladen, oder? Ach Mensch! Arme Sau, du! Ich
erlöse dich mal. So, einmal die Dietrich ab in den Spielzeugladen. Und ich würde sagen, dann bleiben wir. Das Gesicht ist pixelig und der. Das Kind ist. Haha! Eine Schatulle. Schadefigur. Die Original-Charlie-Figur basiert auf dem Konterfei des Gründers Toy Uncle Charlie McBerry und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns, Ihnen zu unserem 25. Jubiläum eine Porzellan-Charlie-Figur zu präsentieren. Dies von uns, unseren Mitarbeitern mit Liebe und sorgfältig von Hand gefertigte Figur in limitierter Produktion ist ein ideales Geschenk. Wir hoffen, dass Charlie sein plötzlich geschätztes Mitglied ihrer Familie findet. Vorsicht! Dieses Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor allen Fällen und Tösten. Ja, das ist einfach nur... Moin! Das ist einfach nur ein sehr... netter... Hinweis auf... wie ist er noch? Schnell, lauf. Okay. Hätte ich natürlich auch machen können, ne? Ein sehr netter Hinweis auf. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die Mörderpuppe, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Hieß sie nicht Charlie? Nein. Chucky. Chucky hieß sie, genau. Toll, eine Granate, wow. Verstauen, dann nehmen wir nochmal hier ein Kraut und das nehmen wir auch nochmal raus. Können wir das auch nochmal verstauen? Die Truhe müssen wir ganz kurz öffnen. Da haben wir den Grün. So, dann fehlt uns glaube ich noch eine, aber wo sollen die rein? Ich weiß nicht, ob die hier rein sollten. Ich weiß es nicht. Und tschüss. Leg dich in die Ruhe. Moin. Hatten wir hier noch was? Ja. Stimmt, und wir hatten noch eine so eine Truhe. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ganz zu Anfang war die, glaube ich, ne? Nice. Die war, glaube ich, ganz zu Anfang irgendwo, aber wo? War die vor der U-Bahn oder hinter? Die war hinter der U-Bahn, ne? Ja, ich erinnere mich. War genau hinter der U-Bahn gleich, als wir hochgekommen sind. Ja, wir haben hier den Platz. Jetzt. Warte mal. Ich weiß nicht mehr, wo die Rubine reinkam. Gut, wir gehen jetzt nochmal zum letzten Koffer. Da, wo wir hin konnten. Und dann mache ich da mal einen Cut und dann sehen wir uns da wieder, wo wir am weitesten waren. Moin! Ja. Bleibt mal ruhig, Jungs, ja? Bleibt ruhig. Das wird alles gut. Also ich meine, das war da irgendwo. Dahinter. Moin. Ja, halt. Ja. Da war das. Da
kamen wir nicht rein. Hier war nichts, da war auch nichts. Da ist wohl kurz lang und dann müsste das. Da ist es. Nein. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, ne? Speichere ich jetzt mal. Das benutzen wir beim nächsten Mal. Das können wir verstauen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns da hinten wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Habt einen schönen guten Morgen, guten Abend. Und eine gute Nacht.